Was sind das nur für verrückte Zeiten? Man hat den Eindruck, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, egal ob jetzt in der Politik, in der Wirtschaft oder eben auch an der Börse. In der unmittelbaren Arbeits- und Lebensumwelt verändern sich die Prozesse rasend schnell, nicht erst durch Corona. Wer sich nicht verändert, der wird faktisch verändert und das heißt oftmals nichts anderes, als dass man verschwindet. Daher machen sich viele Unternehmen Gedanken um die Zeit nach Corona. Die Digitalisierung scheint dabei nur der Anfang. Jetzt starte die größte Revolution in der Menschheitsgeschichte, lautete jüngst eine Schlagzeile. Wir wollen heute auf dem 16. virtuellen Financial Planner Forum aus Investorensicht die aktuellen Entwicklungen einordnen. Unser Motto: thematisches Investieren, erfolgreiche Strategien im aktuellen Marktumfeld. Und ich begrüße Heiko Böhmer von der Shareholder Value Management AG. Hier soll es um Modern Value als Antwort auf die Corona-Krise gehen. Grüße Sie, Herr Böhmer. Hallo, Herr Franek. Dann haben wir Robert Engel von Allianz Global Investors. Megatrends 2020 unter dem Brennglas Corona. All das in einem Multithemenfonds zusammengefasst. Ich grüße Sie, Herr Engel. Schönen guten Tag, Herr Franek. Und last not least, Andreas Winiarski. Sie haben das Problem, Sie haben das W im Namen, Herr Winiarski. Deshalb sind Sie wahrscheinlich bei Chronologie immer hinten dran, aber bei uns natürlich trotzdem vorne mit dabei. Er ist Gründer und CEO von Awesome Capital. Er beleuchtet Südostasien im Allgemeinen, China im Besonderen und dabei legt er Wert auf clevere Technologien. Ich grüße Sie, Herr Winiarski. Hallo, guten Tag. Herr Böhmer, fangen wir mit Ihnen an. Die Corona-Krise als größte Revolution der Menschheitsgeschichte, habe ich eine Schlagzeile zitiert. Ist das ein passendes Symbol, eine passende Formulierung oder doch eine Nummer zu groß für Sie? Na, da wollen wir doch mal doch eher sagen, das ist eine Nummer zu groß. Also es ist ohne Frage ein epochales Ereignis, was wir haben. Wir haben langfristige Folgen vor uns, auch das ist klar. Es wird jeder erreicht. Schauen wir wirklich zurück auf die Finanzkrise 2008, 2009. Das hat uns alle, die mit Finanzmärkten zu tun hatten, massiv beeinflusst, aber wirklich nicht jeden. Manche haben nur den Kopf geschüttelt. Und das ist jetzt anders bei Corona. Das muss man ganz klar sagen. Und auch die Existenzen von vielen Menschen sind tatsächlich gefährdet. Von daher, ja, ein größeres Ereignis als damals, aber die größte Revolution der Menschheitsgeschichte finde ich doch ein bisschen hochgegriffen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es uns Deutsche zumindest ein wenig aus dem Wohlstandsschlaf gerissen hat. Ich meine, wir wussten vorher, zumindest Teile unseres Landes wussten vorher, dass wir hinten dran liegen bei Digitalisierung, Infrastruktur oder auch Bildung, Stichwort PISA-Studie. Herr Winiarski, wie sehen Sie das durch die asiatische Brille, also sprich diesen deutschen Wohlstandsbauch, so will ich es mal etwas salopp formulieren? Ja, also das ist absolut richtig, dass die besten Jahre für Deutschland aus jetziger Sicht erstmal vorbei sind und man sich in Asien schon wundert, dass wir noch diese Ruhe haben, Schrägstrich, dass es uns so gut geht. Weil auf der einen Seite werden wir nach der nächsten Bundestagswahl nicht nur eine neue Führung haben, also einen neuen Kanzler, Kanzlerin ja nicht aus jetziger Sicht. Und man wird auch feststellen, dass die Kassen dann leer sind und viele ungemachte Hausaufgaben. Und gleichzeitig bleibt Deutschland ein Hochtechnologieland, das in China sehr bewundert wird. Und da werden wir ja später darauf kommen, dass Deutschland da sehr viel zu bieten hat. Aber es ist so, die fetten Jahre sind aus jetziger Sicht erstmal vorbei. Herr Engel, mehr Videokonferenzen, mehr dezentrales Arbeiten. Auch wir treffen uns heute virtuell. Das heißt also auch weniger Geschäftsreisen und digitale Messen und Veranstaltungen. Was macht das mit unserer Arbeitswelt und in der Folge auch mit den Investmentideen, die Sie ja auch ständig untersuchen? Ja, in der Tat, Herr Franek, das ist ein wichtiger Punkt. Wie Sie vielleicht sehen, ich bin auch im Homeoffice, also für mich ändert sich das tägliche Arbeiten sehr und für meine Kollegen gleichwohl identisch. Und es ist eben nicht nur Zoom, es ist MS Teams, es ist Skype, es sind Möglichkeiten, die wir sonst zwar hatten, aber nicht genutzt haben. Sprich, das war ein Beschleuniger. Also Corona hat uns gezwungen, Veränderungen vorzunehmen und selbst der größte Technikmuffel, der größte, der sich dagegen gewehrt hat, sich selbst ein bisschen in Richtung Digitalisierung zu bewegen, beispielsweise, der musste hier eben agieren und das ist auch passiert, zwangsläufig. Und in gewissermaßen ist es auch gut so und notwendig gewesen. Welche Chancen sehen Sie denn, Herr Engel, in dieser Corona-Evolution? Die haben wir ja schon noch ein paar Mal in diesem Jahr besprochen, auch diskutiert in verschiedenen Runden. Aber jetzt sind wir nun mal im Herbst des Jahres 2020. Da kann man fast schon ein kleines Resümee ziehen.
Naja, es ist ja, wenn man es am konkretesten Beispiel, dem Thema Digitalisierung, festmachen möchte, ist es ja nichts, was erst seit 2, 3 Jahren besteht. Ich meine, Digitalisierung, es hat uns schon die letzten Jahrzehnte eigentlich begegnet, nur nicht eben so schnell. Es hat mit dem PC gestartet, mit dem Mobilfunkgerät. Ich kann mich an mein erstes erinnern, das war dann ein Siemens S4 beispielsweise, ein schöner Klumpen. Und dass man heute das Smartphone praktisch für alles nutzt, ist ein Ergebnis dessen, was mal gestartet hat. Also sprich, Digitalisierung gibt es schon sehr, sehr lange. Nur was eben jetzt stattfindet, ist es eben der nächste Schritt und er ist viel, viel schneller und viel, viel massiver. Und das ist eben genau das, was wir jetzt als Chance sehen, dass es auf der einen Seite das Thema Digitalisierung ist, aber hier dürfen wir nicht vergessen, Themeninvestments und Megatrends, über die wir sprechen, das ist nicht nur Digitalisierung. Und ich hoffe, wir können uns darüber dann auch im weiteren Verlauf noch ein bisschen unterhalten. Absolut, absolut. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet und ich muss schon jetzt sagen, ich freue mich an dieser Stelle auf Haustierökonomie. Haustierökonomie ist vielleicht nochmal wieder was ganz anderes. Haustürgeschäfte. Aber da freue ich mich nachher in der Tat drauf. Wir sind bei Chancen, Herr Winiarski, und gemeinhin ist es so, das wissen wir allesamt, da wo Chancen sind, da lauern auch Risiken. Wo würden Sie diese in dieser Corona-Evolution verorten? Naja, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, ist es so, dass wir über die nächsten Jahre relativ gesehen an Wohlstand verlieren werden, einfach weil andere viel stärker gewinnen. Und das ist noch keine Aussage über die absolute Zahl, aber relativ gesehen ist diese Dominanz Europas schon lange gebrochen und wir befinden uns jetzt dann wirklich im Seitwärtsflug. Und ich glaube sogar, es geht dann in die Abwärtsrichtung, weil wir in Deutschland einfach ein Strukturproblem haben, dass wir viele überkommene Industrien haben, die wir jetzt auch wieder versuchen zu stützen, sei es ThyssenKrupp oder andere. Und das ist aus chinesischer Sicht auch überhaupt nicht verständlich, weil ich bin ja im asiatischen Bereich, vor allem in China unterwegs. Da wird Corona natürlich jetzt als riesige Chance wahrgenommen mit einem riesigen Wirtschaftsboom, der, glaube ich, so, in China ist schon vieles da gewesen, aber der ist gerade auch recht herausragend. Und da wird natürlich massiv in die Zukunftstechnologien investiert. Bei uns nehme ich das eher so wahr, dass wir weiter mit den gleichen Mitteln der Vergangenheit versuchen, das Bestehende zu erhalten. Jetzt wäre eigentlich die Zeit, massiv auf Wasserstoff beispielsweise oder Elektroantrieb, was auch immer, zu gehen und da eine nationale Agenda zu entwickeln. Und das ist das Hauptrisiko. Wir waren gerade bei dem Wohlstandsbauch. Mit so einem schweren Bauch, den wir haben, regiert es sich schwer und man bewegt sich halt auch schwer. Doch, darüber werden wir in den kommenden Minuten ausführlicher reden können mit Ihnen, Herr Winiarski. Schön, dass wir Sie allesamt hier zugeschaltet haben können und jetzt über 3 Strategien auch sprechen können, denn es sind nun mal 3 Referenten, 3 Themen. Lassen Sie uns also keine Zeit verlieren. Anfangen wollen wir mit Ihnen, Herr Böhmer. Manch einer sieht in Corona den viel zitierten schwarzen Schwan. Sie sehen hier eher, und auch das muss ich etwas schmunzeln, Sie sehen hier eher das graue Nashorn. Was in Gottes Namen verbirgt sich dahinter? Ja, bei dem schwarzen Schwan, da haben die meisten ja sicherlich schon von gehört, das ist das Prinzip, dass es sehr seltene Ereignisse sind, die unvorherbar sind und massive Folgen für uns alle haben. Und das ist genau das. Es gibt ein paar schwarze Schwäne, aber eigentlich gibt es ja nur weiße Schwäne. Und schwarze Schwäne hat so gut wie nie jemand gesehen. Und Corona wurde von einigen eben auch als ein solcher schwarzer Schwan betrachtet. Aber teilweise fällt diese Pandemie tatsächlich in diese Kategorie. Aber ein riesiger Unterschied, denn vor der Gefahr einer massiven Pandemie, da haben Experten schon lange gewarnt. Und die Politik hat lange Zeit nicht auf diese Warnungen gehört. Deswegen muss man so sehen, die Experten waren nicht wirklich überrascht, als die Pandemie kam. Die Politik musste dann darauf reagieren. Deswegen auch nicht dieser schwarze Schwan, weil es einfach absehbar war. Und das graue Nashorn, ja, das ist ja eigentlich was Normales. Und natürlich soll eine Pandemie nichts Normales werden und wird auch nichts Normales werden, aber es war etwas, was eigentlich vorhersehbar war. Nichtsdestotrotz, die Folgen, die bleiben, sind wirklich für uns alle massiv. Die gehen eben weit über die Finanzmärkte hinaus. Ich denke, jeder von uns wird dieses Jahr 2020 irgendwann in seinem Kopf haben. Ich habe mit meiner Tochter schon drüber gesprochen und die sagte auch, wenn ich irgendwann mal alt bin, dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch gut in Erinnerung oder überhaupt in Erinnerung behalten. Oh ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Das ist so ein
ein Jahr, ein Paradigmenwechsel, wie vielleicht für viele 89, 90 Zeiten der Wiedervereinigung. Aber weiter im Text: Shareholder Value Management AG, Herr Böhmer. Sie stehen wie kaum jemand anderes für Value, Investing, Value Management, ein Segment, um es mal ganz vorsichtig und diplomatisch zu formulieren, das in den vergangenen Jahren nicht wirklich gut performt hat und immer wieder abgehängt wurde von Growth, von den Momentum-Werten. Ja. Jetzt liefern Sie uns Modern Value als Antwort auf die Corona-Krise. Hand aufs Herz, ist das jetzt alter Wein in neuen Schläuchen? Das klingt erstmal, das ist eine schöne Frage und auf jeden Fall. Nein, ist es natürlich nicht. Was soll ich sonst sagen jetzt, Herr Franek? Was soll ich sonst sagen? Nein, es greift auch zu kurz, das muss man natürlich auch sagen. Seien Sie ehrlich zu uns. Ja, da bin ich ja auch, weil das Ding, die Idee dahinter ist ja so, dass der Modern Value Ansatz auch bei uns nicht neu ist. Da setzen wir nicht schon seit Corona drauf. Dazu muss ich kurz das nochmal erklären mit dem Value Investing. Das klassische Value Investing basiert ja auf Graham und ist dann von Warren Buffett, erst Benjamin Graham, dann von Warren Buffett weiterentwickelt worden. Und das klassische Value Investing, das setzt ja auf Unternehmen, die eine hohe Sicherheitsmarge haben, das heißt deutlich unter dem inneren Wert notieren und man dann darauf setzt, dass das Unternehmen, weil es die Qualität hat, sich dem inneren Wert wieder annähert und man hier überdurchschnittliche Renditen erzielen kann. Genau dieser Ansatz hat in den vergangenen Jahren nicht sehr gut funktioniert. Warum hat er nicht funktioniert? Weil bei vielen Unternehmen die Sicherheitsmargen nicht besonders groß waren, beziehungsweise andere Branchen einfach deutlich besser gelaufen sind. Selbst gut geführte Unternehmen in klassischen Segmenten haben es eben nicht geschafft, hier stark zu wachsen und gute Performance zu erzielen. So, das heißt, wir haben auch schon vor einiger Zeit uns auf Unternehmen stärker konzentriert, die eben nicht über die Bewertung kommen, sondern wir sind auch bereit, jetzt höhere Bewertungen in Kauf zu nehmen, sondern auf Unternehmen zu schauen, die einen starken Burggraben haben, sich also mit ihrem Geschäftsmodell einen Burggraben erarbeitet haben, um sich so von anderen Firmen abzuheben. Und dabei sind wir auch bereit, höhere Bewertungen eben zu nehmen und auch mehr zu bezahlen für Unternehmen, weil wir gesehen haben, dass die mittel- bis langfristig besser wachsen. Und genau das ist eigentlich der Ansatz des Modern Value, der von Warren Buffett zusammen mit seinem Geschäftspartner Charlie Munger in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich schon entwickelt wurde, aber in den vergangenen Jahren auch stärker von ihm umgesetzt worden ist. Wo sehen Sie denn jetzt die Gewinner in der Corona-Krise angesichts dieses, ich nenne es mal, modifizierten Ansatzes? Wir haben zum Beispiel natürlich einige Werte, die wir schon lange mit dabei haben, die jetzt eben auch ganz speziell aufgrund der Corona-Krise sehr, sehr gut gelaufen sind. Ein deutsches Unternehmen, was schon lange bei uns in den Mandaten enthalten ist, ist beispielsweise Secunet, ein IT-Sicherheitsunternehmen. Die machen Produkte, die kennen wir alle, nämlich zum Beispiel die neuen Terminals an den Flughäfen, wo die Pässe eingelegt werden und dann gescannt werden und dann so eine automatische Einreise nach Deutschland möglich ist. Das ist zum Beispiel eine Technologie von Secunet. Weitere Technologien sind aber eben auch auf den öffentlichen Sektor bezogen von dem Unternehmen. Und Sie können sich vorstellen, alles, was mit Sicherheit und IT zu tun hat, hat natürlich in den vergangenen Monaten einen wahren Boom erlebt. Und dieser Trend wird natürlich weitergehen. Und so hat sich diese Aktie zum Beispiel sehr stark entwickelt. Weitere Unternehmen, auf die wir aber auch geschaut haben, und da kommt jetzt wieder das ins Spiel, dass wir auf die Sicherheitsmarge geschaut haben, waren Unternehmen, die eigentlich so am Rande nur mitliefen. Beispielsweise AB InBev als größte Brauerei der Welt. Da haben wir angefangen, im ersten Quartal des Jahres Positionen aufzubauen. Dann ist das noch nicht zu einer vollen Position ausgebaut worden. Aber das ist zum Beispiel ein klassischer Titel, der war unterbewertet. Und das ist ein Unternehmen, was sehr, sehr gute Perspektiven hat auf Sicht der nächsten Jahre. Natürlich jetzt stark eingeschränkt, weil nicht mehr so viel Bier momentan gerade getrunken wird. Aber das wird sich, die meisten von uns hoffen es auch, sicherlich im nächsten Jahr wieder ändern. Und dann wird das eines der Unternehmen sein, die stark performen werden. Wir haben jetzt den ersten Schwung bei AB InBev schon mit nach der US-Wahl jetzt durch Biden, durch den Schwung an den Börsen allgemein gesehen, dass es deutlich nach oben ging. Aber genau das ist es, was wir auch im kommenden Jahr bei solchen Titeln weiter erwarten. Ich hörte davon, Herr Böhmer, dass man auch zu Hause ganz gut Bier trinken kann. Das ist richtig und das ist genau das Problem, wo ja AB InBev ja auch Bier in Kästen verkauft. Man soll es nicht glauben, aber diese große Innovation ist mit dabei. Und übrigens hat AB InBev auch die Lizenzrechte für Corona-Bier außerhalb der USA. Da sind ja zuerst die Umsätze massiv eingebrochen, aber das hat sich wieder normalisiert.
Herr Engel, wir sind beim Thema Profiteure. Wo finden Sie die mit Ihrem Megatrend-Ansatz, der hier ein bisschen andere Zielsetzung verfolgt als das, was wir gerade von Herrn Böhmer gehört haben? Ja, in der Tat. Die Frage stellt sich für mich eigentlich ein bisschen anders. Also für uns ist das Wo eigentlich, ich will es mal nicht sagen, egal, aber es ist nicht ganz so relevant. Vielmehr ist ja das Entscheidende, wo finden wir tatsächlich die Profiteure von bestehenden Veränderungen. Und man kann ganz klar sagen, wir haben eben bestehende Megatrends, wie beispielsweise die Ressourcenknappheit, die Urbanisierung, die alternde Bevölkerung und aber auch die Digitalisierung. Und die sind aber langfristig, das hatte ich vorhin schon kurz anklingen lassen, das ist nichts, was jetzt irgendwie neu ist oder das uns jetzt seit Kurzem begleitet. Aber da lässt sich schwierig investieren. Und deshalb muss man ein Stück weit tiefer schauen. Und wenn Sie fragen konkret, wo wir die finden, dann sollte man sich hier die Frage stellen, naja, was muss denn ein Thema oder ein Themeninvestment haben, um interessant zu sein? Und das ist das Wichtigste für uns ist, dass ein Thema global eine Relevanz haben müsste. Also ein Beispiel wäre für nicht globale Relevanz, wäre das Thema die Legalisierung von Cannabis. Ja, also das ist schön und gut, dass in Kalifornien, Nevada und anderen Ostküstenstaaten und ein paar vereinzelten Staaten in den USA Cannabis voll legalisiert ist. Und es gibt ein paar tolle Unternehmen, die da ganz, ganz schnell ganz stark gestiegen sind. Das ist aber für uns kein globaler, kein relevanter Trend, der irgendwie in ein Portfolio gehört, was ein Themeninvestment abbildet. Das ist zwar eine schöne Geschichte, das würden wir aber unter Hype abstempeln. Und genauso funktioniert das oftmals in Hypes, geht es nach oben, dann geht es aber auch wieder nach unten. Es ist charakterisiert durch sehr wenige Titel, sehr spitz, in die sehr viel Geld investiert wird, aber auch dann schnell wieder rausgezogen wird. Und das ist eben nicht, was wir suchen. Wir suchen eben die besagten langfristigen und aber auch dann strukturellen Wachstumsthemen, die global verteilt sind und die sind dann gleichermaßen in Asien, in Europa und in den USA zu finden. Und dann wird eben ein Investment-Case für uns draus und der vollzieht sich eben nicht über ein paar Wochen oder Tage oder Monate. Nein, das sind wir dann eher im mittelfristigen Bereich, wo es spannend wird, dann eben auch zu investieren und wo man dann nachhaltig auch mehr Rendite erwirtschaften kann. Machen Sie es ein bisschen konkreter für uns, Herr Engel. Ich mag es ganz gerne am praktischen Beispiel erklärt. Dann nehmen wir vielleicht, wir müssen jetzt nicht alle Megatrends erklären, viele kennen wir ja auch, aber machen wir es vielleicht beim Thema Ressourcenknappheit fest. Also wie brechen Sie das jetzt vom Megatrend runter bis hin zum Einzelwert, bis hin zur Aktie? Absolut, sehr gerne. Und die Ressourcenknappheit ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, um es auch für jeden sehr klar auch deutlich zu machen. Wir alle wissen, dass Trinkwasser ein sehr rares Gut ist. Wasser als solches ist überhaupt nicht ein Mangel. Also 70% der Oberfläche in der Welt sind bedeckt durch Wasser. Und das Grundproblem ist, das meiste ist eben nicht Süßwasser. Also nur 3% davon sind Süßwasser. Und auch davon kann man nur sehr wenig eben auch trinken, weil das vieles ist eben in Polen beispielsweise oder in Eis eingefroren, sodass man eben keinen Zugriff darauf hat. Das heißt, sie haben ein sehr rares Gut, aber eine stark steigende Nachfrage, nämlich mehr Bevölkerung und eben auch eine wachsende Mittelschicht. Und wachsende Mittelschicht heißt immer auch mehr Nachfrage nach Produkten, die viel Wasser beispielsweise, in dem Fall Ressourcen, verbrauchen. Und wir alle wissen, dass beispielsweise Fleisch einen sehr hohen Anteil an Wasser verschlingt. Wir wissen, dass es eben Gemüse ein bisschen weniger macht. Und mit steigendem Wohlstand geht es dann eher in die Richtung Fleisch, sodass wir hier eben sehr viel Wasser haben. So, und dieser Trend, dieser Megatrend Ressourcenknappheit spiegelt sich dann eben in dem Thema Wasser wider, sodass wir eben sagen, naja, das ist eben ein strukturelles Wachstumsthema, was wir identifiziert haben. Das gilt gleichwohl für die entwickelte Welt, weil hier haben wir beispielsweise auch bei uns Infrastrukturen, die sind sehr stark mitgenommen. Ein Beispiel in Großbritannien haben sie ungefähr ein Viertel des Trinkwasserverbrauchs, des Trinkwassers geht verloren, und zwar durch Löcher in Pipelines. Ja, das ist dann wirklich ein sehr klares Signal, hier muss was passieren. Und dasselbe ist in den USA und in Europa auch, weil die Infrastruktur marode ist. Aber sie haben es in den Entwicklungsländern eben gleichermaßen. Hier sind wir noch gar nicht so weit. Sprich, es gibt gar kein sauberes Trinkwasser und über 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang dazu. Und dann schauen wir eben davon, wer sind die Unternehmen, die das eben beheben können. Und wir reden nicht davon explizit von Profiteuren. Weil ein Profiteur ist auch beispielsweise ein Unternehmen, was eben Wasser
in Plastikflaschen abfüllt und dann in Afrika verkauft, ohne eins nennen zu wollen. Das ist aber nicht etwas, was wir für gut heißen. Wir suchen die, die eben hier ja, positiven Einfluss schaffen, also entweder Filtration von Wasser beispielsweise. Es gibt ja beispielsweise jetzt Thema Corona auch die Möglichkeit, über das Filtern von Wasser, die Coronaviren auch da wieder rauszunehmen, muss man ja, sonst ist es ja nicht wirklich genießbar. Oder aber auch Pipelines und Pumpen. Also das sind die Unternehmen, die wir dann suchen, also einen positiven Einfluss fügen, und nebenbei ist es auch dann auf das Thema Nachhaltigkeit einziehend. Das Ganze gießen Sie nicht, letzte Frage in diesem Komplex an Sie, das Ganze gießen Sie jetzt nicht in einen einzigen Themenfonds, sondern einen sogenannten Multi-Themen-Ansatz. Was versprechen Sie sich davon? Grundsätzlich haben wir als Allianz Global Investors natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten im Bereich der Themeninvestments. Es gibt Einzelthemenfonds wie das Thema Wasser beispielsweise, das bilden wir einzeln ab, aber auch künstliche Intelligenz. Aber es ist nun mal so, dass das dann doch für viele Investoren dann doch ein Stück zu spitz ist und dass viele eben zu uns gesagt haben, wir suchen lieber eine Lösung, die mehrere Zukunftsthemen in einem vereinbart. Und dann haben wir eben auch hier mit dem Allianz Thematiker eine Strategie aufgelegt, die das Portfolio-Management eben aktiv managt und die 5 bis 7 erfolgreichsten und aussichtsreichsten Themen aus unserer Sicht eben kombiniert und auch aktiv anpasst, managt und dann auch immer wieder hier zu Veränderungen innerhalb des Portfolios führt. Hat den Vorteil, dass der Investor hier natürlich ja ein vermeintlich immer aktuelles Portfolio zugute hat und hier man eher eine breitere Klientel auch anspricht, eine breitere Investorenschicht und deshalb auch ein sehr, sehr gutes Basisinvestment wiederfindet. Herr Winiarski, jetzt haben wir einige Ideen und Ansätze zu Gewinnen und Profiteuren gehört von Herrn Engel und Herrn Böhmer. Sind das auch Themen, die in Asien gerade gespielt werden oder stellt man sich da anders auf? Naja, nun Asien ist ja, oder China ist ja kein anderer Stern. Die globalen Trends gelten da natürlich auch. Die werden dort oft jetzt auch schon technologisch, vor allem aber mit sehr viel Kapital weltweit vorangetrieben. Also man sagt ja auch im Silicon Valley, die Hälfte der LP-Gelder, da ist chinesisches Geld. Insofern steckt Asien eigentlich überall mit drin in den genannten Trends. Der Unterschied ist, glaube ich, dass da, was die privatwirtschaftlichen Player und Investoren angeht, der Staat natürlich dann doch eine sehr wichtige Rolle spielt, weil dort es wirklich nationale strategische Agenten gibt, Themen, die voranzutreiben sind. Gerade natürlich am Beispiel China, jetzt nach Corona werden Milliarden, Billionen im Gesundheitsbereich in den nächsten Jahren investiert, um sicherzustellen, dass das so nie wieder passieren kann. Und so diese staatliche Lenkung gibt es bei uns natürlich, Gott sei Dank, kann man sagen, bei manchen Themen nicht. Bei anderen Themen wie Wasserstoff, ich sagte es vorhin schon, würde man sich das wünschen, dass Leute da auch eine Vision haben und nicht glauben, man müsse zum Arzt gehen, nur weil das mal ein Kanzler der SPD glaubte, sagen zu müssen. Ein anderes Beispiel ist das ganze Thema Klima, wo ja der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei der UN-Generalversammlung im September diesen Jahres angekündigt hat, dass China bis 2030 den Höhepunkt in den CO2-Emissionen sehen wird und dann bis 2060 sogar Carbon Emission Neutral sein will, was natürlich ein absolut großer Schritt ist und Greta Thunberg die Tränen in die Augen getrieben haben muss, weil China nun mal für ein Viertel der weltweiten Emissionen steht. Und diese zentral gesteuerten Themen von Staaten, und das sehen wir auch in Indien oder anderen Nationen dort, die haben natürlich dann einen riesengroßen Einfluss, nicht nur auf die nationalen Investoren, sondern bis hin zur großen Allianz, sicherlich in München auch, weil da einfach dann wirklich riesige Geldsummen bewegt werden und das ja auch hehre Ziele sind. Ja, das ist ja jetzt etwas, wohinter wir uns alle vereinen müssen beim Klimawandel. Und insofern ist das, glaube ich, einerseits gleich und andererseits ist das Herangehen anders, weil der Staat doch eine ganz andere Rolle spielt. Herr Böhmer, kurze Zwischenfrage an Sie. Wir reden hier gerade über Asiens Visionen und da ist in der Tat eine Menge in der Pipeline und wir müssen gar nicht ganz oben anfangen wie mit One Belt, One Road, also der Seitenstraße oder der Digital Roadmap, die wir in Singapur sehen. Wo ist Deutschland da? Wie sehen Sie uns aufgestellt? Immerhin gelten wir ja mittlerweile eher als Zögerer und Zauderer und Herr Winiarski hat es schon mehrfach mehr oder weniger subtil angesprochen, dass hier nicht mehr gar so viel passiert. Also wir sehen eher das Problem und nicht die Lösung in Deutschland. Wie sehen Sie das? Ja,
Grundsätzlich würde ich sagen, dass deutsche Technologien in vielen Sektoren immer noch marktführend sind. Das muss man schon festhalten. Aber es sind halt auch zyklische Branchen wie im Maschinenbau. Und die leiden halt jetzt beispielsweise auch noch massiv unter den Folgen der Corona-Krise. Dennoch ist richtig, dass Asien natürlich viele spannende Geschäftsmodelle hat. Aber mit unserer Expertise im Value-Bereich, da konzentrieren wir uns doch auf die Regionen, in denen wir auch jetzt schon stark aktiv sind, also die DACH-Region, Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa und die USA. Wir haben aber auch einige Investments in Asien mit dabei, große Namen wie Alibaba beispielsweise. Das heißt, wir schauen auch schon mal hin, aber den Fokus haben wir tatsächlich doch stärker auf die westlichen Aktienmärkte gerichtet. Möchte ich ja doch noch mal ein bisschen, Herr Böhmer, in die Wunde reinstreuen. Ich meine, Tesla ist aktuell mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen. Und während unsere Autobosse in diesem Jahr in der Corona-Krise um eine neue Abwrackprämie gewrungen haben, also wenn man so will, mit Konzepten oder über Konzepte aus der Vergangenheit gesprochen haben, hat Elon Musk Menschen ins All geschossen mit SpaceX. Wo sind die Visionen, die Bosch und Benz einstmals hatten? Da sind wir wieder bei Helmut Schmidt, ne? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Da sind wir wieder. Ja, genau. Ja. Ich finde, das kann man immer wieder bringen. Spaß beiseite. Wenn man jetzt beispielsweise das autonome Fahren als neue Form der Mobilität nehmen, da sind ja nun doch einige deutsche Firmen mit an der Spitze dabei. Und das ist einfach eine komplexe Innovation, die da auf den Markt kommen wird. Und das dauert halt auch noch Jahre bis zur Marktreife. Also vielleicht ist es nicht so greifbar wie beim Elon Musk. Und vielleicht auch nicht medial wird es so nach außen präsentiert, wie man es vielleicht aus Amerika kennt. Aber man wird es sehen, BioNTech ist relativ weit vorne mit dabei im Impfstoffrennen und vielleicht ist dieses Unternehmen sogar dann im Ende eines der Unternehmen, die ganz weit vorne mit dabei sind. Also man muss nicht immer nach Asien schauen für die Innovation oder in Silicon Valley. Vielleicht wird in Deutschland nicht laut genug getrommelt, das könnte ja auch sein. Absolut. Man hat gesehen dieser Tage, jawohl, 90% Wirksamkeit, Impfstoff, BioNTech, Pfizer, wir werden sehen, was wirklich dran ist. Ja. Herr Winiarski, bin ich zu kritisch mit uns Deutschen? Nein, ich bin es ja auch, aber es ist genau wie Herr Böhmer gerade gesagt hat, die Technologie, die deutsche Unternehmen hervorbringen, ist weiterhin nicht nur im Weltmaßstab gut, sondern oft auch führend. Und das für so ein kleines Land mit den 82 Millionen ist ja absolut erstaunlich. Und dafür haben wir auch die Achtung, wenn ich jetzt wieder nach China zurückgehe, für die Chinesen ist Deutschland das absolute Nummer-1-Land, obwohl es ja so klein ist und wir immer glauben, wir sind quasi bloß noch so ein großes Neuschwanstein-Disneyland, wo sie durchgehen, Fotos machen, dann gehen sie wieder. Und wenn wir nicht aufpassen, kann das ja eines Tages so sein, weil die Stahlkocher und Kohlebergwerke werden uns sicherlich nicht den Weg für die Zukunft erweisen. Aber die Wahrheit ist dann schon komplexer und insofern, ich denke, man muss kritisch mit sich selbst sein. Man sieht ja gerade, was passiert, wenn jemand im Weißen Haus sitzt und überhaupt gar keine Selbstkritik hat. Das führt immer ans Abseits. Darum, wir Deutschen könnten schon ein bisschen stolzer auf unser Land und unsere Errungenschaften sein. Aber ein gutes Mittelmaß, das haben wir vielleicht. Und insofern machen wir es uns manchmal auch selbst nicht leicht mit uns selbst. Aber jetzt mal ehrlich, Herr Winiarski, haben die Chinesen nicht mitbekommen, dass wir irgendwie mit knapp 10 Jahren Verspätung gerade einen Flughafen aufgemacht haben, während in China jedes Jahr 4, 5 oder ich glaube noch mehr größere Flughäfen aufmachen als das, was wir in Brandenburg gerade sehen. Haben die das nicht mitbekommen oder wollen die das nicht sehen? Denn sie sagen uns ja gerade, dass wir immer noch einen guten Ruf haben. Haben wir, das ist erstaunlich. Die Posse um den Berliner Flughafen, für mich als Berliner natürlich ein dauerhafter Begleiter, wenn man auf Fernflüge angewiesen ist, gerade nach China und in Berlin natürlich gar nichts bekommt. Das kennt da wirklich jeder international interessierte Chinese, kennt diese Posse. Ja, nun nimmt die ja vorläufig ein Ende, wobei mal sehen, was ein Monat ist, ob er dann noch am Netz ist oder nicht. Werden wir mal sehen, ob Berliner vielleicht gar keinen Flughafen hat, kann auch passieren. Nein, das ist aber wirklich so. Bei uns in der Firma ist zum Beispiel der Wolfgang Walster, Venture-Partner, das ist der Gründer und Direktor, ehemaliger Direktor vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der damals auch mit Henning Kagermann dieses Industrie 4.0-Konzept geschrieben hat, also der quasi Vater von Industrie 4.0 ist. Und der hat in der Tat, wenn ich mit dem durch China reise, einen Fanclub. Also die Chinesen
für die hat ja Wissenschaft eine ganz andere Rolle als bei uns. Bei uns sind das so die alten Zauselbären, die da irgendwie mit den Studenten sich rumschlagen müssen. Aber im Kern erfinden die natürlich, das sind ja die wahren Erfinder oft, ja. Das ist doch ganz anders zu sehen. Und insofern in diesen Grundlagenforschung, was Fraunhofers machen und in viele andere, da sind wir wirklich im Weltmaßstab ganz weit vorne. Man sieht es nur nicht und viele interessieren sich dafür auch ehrlich gesagt nicht. Aber wir sind es. Sehen wir aber nicht unbedingt in der Marktkapitalisierung. Jetzt haben Sie Henning Kagermann angesprochen. SAP ist das einzig große Unternehmen, was nicht mal weit vorne, sondern was gerade mal in den Top 100 drin ist. Und wir müssen gar nicht über Apple, Amazon und Facebook sprechen, die allesamt einzeln mehr wert sind als der gesamte DAX zusammen. Würde uns da eine Idee à la Amazon oder Apple in Deutschland nicht ganz gut zu Gesichte stehen? Sie haben angesprochen, Sie kommen aus Berlin, da gibt es mittlerweile ein relativ großes Startup-Hub, nicht nur durch Rocket Internet, sondern viele, viele andere Fintechs, die da mittlerweile angesiedelt sind. Sehen Sie da Potenzial für wirklich bahnbrechende, gute, neue Erfindungen und Geschäftsideen, die sich dann auch weltweit durchsetzen? Ich müsste jetzt ja sagen, aber meine ehrliche Antwort ist nein. Also nicht in dem Maßstab, den Sie gerade skizziert haben, weil es ist einfach auch verdammt schwierig, große Unternehmen zu bauen und dann auf Dauer auch sauber zu bleiben. Wir haben das am Beispiel Wirecard gesehen. Das ist natürlich auch verführerisch. Man kann jetzt Wirecard und Tesla nicht vergleichen, aber Elon Musk segelt ja auch sehr stramm am Wind, will ich mal sagen, was so Ankündigungen angeht, Korrekturen. Und das entspricht alles nicht der deutschen Kultur, ist aber vielleicht manchmal erforderlich in gewissem Maße, um so große Unternehmen aus dem Nichts zu schaffen. Ich habe mal eine chinesische Investorin, die auch in der kommunistischen Partei ist, gefragt, warum die nichts in Europa investieren. Und die Antwort war, weil in Europa so stramme Arbeitsschutzgesetze am Start sind. Und da habe ich gesagt, Sie sind doch Kommunistin, Sie müssen das doch an sich gut finden. Also das schon reflektiert von einem Kommunisten, da sieht man, dass wir natürlich uns hier über die Jahrzehnte und ja fast anderthalb Jahrhunderte Arbeiterbewegung ein System aufgebaut haben, was natürlich auch für Unternehmertum oft nicht wirklich attraktiv macht. Also ich gehe jetzt auch mit meinem Unternehmen durch die Corona-Zeit und das ist halt Wahnsinn, was man da alles machen muss, um dann 3,50 Euro Hilfe zu bekommen. Also ich denke, Deutschland hat da einfach ein systematisches Problem und ich möchte vielleicht als These in den Raum stellen, wir müssen uns insgesamt überlegen, wenn wir uns den kometenhaften Aufstieg Chinas ansehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie überlegen die Demokratie als System im Vergleich zu einer kommunistischen Diktatur im Bereich Effektivität und Effizienz ist. Ich komme aus der DDR, ich würde meinen letzten Blutstropfen für die Freiheit geben, aber wir müssen uns wieder ganz anders anstrengen lernen, weil im Augenblick sehe ich die Chinesen ganz klar vorne mit ihrem System. Steile These, und jetzt müssen wir aufpassen, Herr Winiarski, ich bin gebürtiger Potsdamer, also wir haben dann eine Vergangenheit, da werde ich mich mal jetzt nicht zu äußern, dann gibt man die steile These an Herrn Engel. Also hat die Diktatur in solchen Phasen, wie wir sie gerade jetzt erleben, doch durchaus vielleicht Vorteile, auch wenn es um das Eindämmen des Coronavirus geht, weil man zu ganz anderen Maßnahmen greifen kann, bis hin auch zum Aushebeln von Datenschutz. Naja, wenn man die nackten Zahlen sich anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, ja, also die Zahlen, die uns zur Verfügung steht, die man in gewissermaßen auch anzweifeln sollte, aber zweifelsohne haben, ich sag's mal, Überwachungsmethoden oder aber auch dann sehr strikte Regularien dazu geführt, dass es scheinbar einfacher ist, sowas ja einzudämmen. Ich würde sogar behaupten, anders würden sie das gar nicht in so einem großen Land gehandelt bekommen. Das wäre meines Erachtens sehr schwierig, wenn Sie sich vorstellen, wir hatten das Thema Berlin eben angesprochen, was da los ist und wie klein Berlin im Vergleich zu Shanghai, Peking, Guangzhou oder Shenzhen ist. Naja, dann beantwortet es die Frage von selbst, ohne, sage ich mal, solche autokratischen Strukturen, so klare, feste Regeln, sehr, sehr schwierig. Und deshalb vermeintlich ja, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das bleibt jetzt mal dahingestellt. Aber der Zweck hat in dem Fall wahrscheinlich die Mittel geheiligt, wenngleich damit Sicherheit das Individuum zu kurz kommt. Herr Böhmer, tief im Westen, ich glaube, Sie sitzen in Köln, da müssen Sie doch eine ganz eigene Meinung zu haben. Ich komme auch aus dem Westen, tief im Westen, aus dem Rande des Ruhrgebiets. Also von daher kann man das natürlich, habe ich nochmal einen anderen Blick darauf, ganz klar. Für mich ist China
ja, wirklich sehr weit entfernt, das muss ich sagen. Aber was ich immer wieder mitbekomme, ist halt, dass die Sachen schneller umgesetzt werden können. Und das ist genau der Punkt, der bei uns eben nicht funktioniert. Und allein diese Effizienz, die Sie vorhin schon ausgestellt haben, ich lebe in Köln, wir kommen zum Beispiel der Oper, wir haben also keinen Flughafen, wir haben eine Oper. Und die soll eigentlich schon seit 3 Jahren offen sein und wird, wenn es gut läuft, in 3 Jahren geöffnet. Wegen Baumängeln. So, ein solches Projekt wäre in China komplett undenkbar. Effizienz, ein Fremdwort. Das heißt, man muss sich die Bereiche schon raussuchen und dann kann man schon sehen, dass es natürlich in solchen Ländern ganz anders laufen kann. Wollen wir das alle? Das ist die Frage. Boah, ich gehe nicht in die Oper, um es mal so zu sagen. Sehr schön. Sehr schön, Herr Winiarski. Da würde ich den Ball gerne an Sie zurückspielen und würde auf Ihren Fonds zu sprechen kommen, den Awesome Future Tech Opportunities. Sie wollen in erster Linie in deutsche und chinesische Startups investieren. Sie haben uns gerade schon gesagt, nein, in Deutschland ist es nicht so reich gesät, das Thema Startup und Kultur. Haben Sie daher vielleicht mal ein spannendes Thema aus China für uns, das vielleicht noch unterm Radar fliegt? Ja, also der Fonds hat einen etwas schwierigen Namen. Die Idee dahinter war im Grunde, dass man mit diesem multiperspektivischen Ansatz, man weiß ja auch nicht, welche Länder in ein paar Jahren führend sind. China hätte ja keiner vor 5 Jahren so auf die Agenda beim Innovationsbereich gepackt und haben die plötzlich losgelegt. Und wir haben im Augenblick 70% chinesische Titel, wenn Sie sich das anschauen, ungefähr 15% deutsche Titel, die uns ehrlich gesagt auch eher die Performance verhagelt, weil natürlich in China die letzten Monate dieser extreme Corona-Hype abging und sie mussten sich schon schwer tun, um nicht Titel im Portfolio zu haben, die 100-200% gestiegen sind, was ja so auch nicht alltäglich ist. Und grundsätzlich würde ich sagen, in China macht man halt nichts falsch, wenn man auf die Großen dann doch wieder setzt, wie Tencent und Alibaba und auch die Ant Group, die ja nun aufgrund eines Ungeschicks von Jack Ma nun ein paar Monate nicht wird an die Börse gehen können. Aber es ist so, wir investieren ja in börsennotierte Titel. Mit unserem Venture-Fonds investieren wir in Startups, aber das sind ja alles große börsennotierte Titel, die wir da haben. Und wir versuchen auch vom Star Market in Shanghai Titel beizumischen, wo wir oft dann mit die Ersten sind, die für den deutschen Anleger überhaupt zugänglich machen. Weil wir haben ja ein Team in China und können die Hand quasi ranlegen, weil ich würde ja nirgendwo investieren, wo ich nicht die Hand dran hatte. Und insofern, da gibt es spannende Titel, zum Beispiel Bilibili, das ist so ein Titel aus China, der hat jetzt auch sich verdoppelt in den letzten Monaten. Das ist quasi das chinesische YouTube. Und Sie sehen ja, was YouTube für eine Cash-Cow für Google geworden ist. Damals, ich erinnere mich, als ich in den Job einstieg 2007, war bei meinem Vorstellungsgespräch bei Axel Springer die Einstiegsfrage, ob diese 1,5 Milliarden, die da Google bezahlt hat, ob die das je zurückverdienen werden. Und die haben das zigfach zurückverdient. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass China ein Fünftel der Weltbevölkerung ist und im Augenblick die großen Player aus China ja alle hauptsächlich noch im eigenen Markt sind, aber natürlich international gehen werden, so ByteDance hat es vorgemacht oder diese Gay-Dating-App Grindr ist ja auch ein weltweites Phänomen mit chinesischem Geld von Kunlun finanziert geworden. Und das werden wir ja häufiger sehen und insofern das, was China besonders macht, sie haben in diesem Handelsstreit mit Amerika und dem Westen diesen riesigen eigenen Markt, der immer noch als Rückzugsfläche da ist. Deshalb, wenn man ganz sicher gehen will, kauft man heute Alibaba und Tencent, lässt die liegen. Aber solche Titel vom Star Market, wie eben zum Beispiel auch Bilibili, da kann man auch wenig falsch machen, glaube ich. Sehr, sehr spannend. Wie kommen Sie auf diese Ideen? Sie haben schon gesagt, Sie haben ein Team vor Ort. Sind das jetzt Chinesen? Also so, ja, ich nenne mal das Wort Sherpas, das ist vielleicht ein bisschen abwertend, aber sind das so Leute, die für Sie quasi Türen öffnen, die für Sie schon mal den ersten Weg, die erste Meile gegangen sind, damit Sie dann in die spannenden Ideen investieren können? Ja, also Sherpa ist man zunächst so konnotiert, dass es ein bisschen negativ ist, aber eigentlich ist ja der Sherpa, der es besser kann und auch härter arbeitet. Und genauso ist das mit den Chinesen. Die arbeiten härter, mehr und besser und wissen natürlich auch mehr über ihr Land. Und ohne Chinesen können sie in China gar nichts machen. Umgekehrt kann der Chinese in Deutschland ohne den Deutschen aber auch eigentlich nichts machen. Da hilft auch viel Geld nicht. Und
Es ist so, dass wir haben Leute vor Ort. Ich habe aber auch einen Partner, Mirko Wormuth, der hat 23 Jahre in Peking gelebt, hat eine chinesische Frau, deutsch-chinesische Kinder, ist gerade nach München zurückgezogen. Und mit dem arbeiten wir Hand in Hand. Der spricht fließend Mandarin. Das ist natürlich, Sie können das ja auch gar nicht ergoogeln. Ja, das ist ja wirklich diese ganzen Sachen rund um Baidu, das ist ja überhaupt nicht vernetzt mit unseren Sachen. Und insofern brauchen Sie Leute mit dieser interkulturellen Kompetenz. Und das kann man, also wenn alles vergessen ist, was ich am Ende heute gesagt habe, aber China gehört in jedes Depot. Bei China wird bald wieder da sein, wo sie in der Menschheitsgeschichte immer waren, nämlich auf Platz 1 und das mit großem, großem Abstand, egal was die USA machen. Und deshalb ist mir ein Anliegen, ich komme ja aus der DDR, wie gesagt, Egon Bahr hatte recht, Wandel durch Annäherung, so möglichst viele Brücken bauen, auch wenn das System uns vielleicht nicht passt, damit wir eine Verbindung haben, damit menschliche Begegnungen möglich sind. Und das hat am Ende ja in Deutschland auch einen wichtigen Beitrag zur Einheit dann wieder geleistet. Wer weiß, wie das mal in der Welt mit China kommt. Mensch, bin ich ja froh, dass Sie jetzt Egon Bahr zitiert haben. Ich dachte schon, Sie fangen jetzt mit Erich Honecker an, weil dann hätte ich Sie wahrscheinlich wirklich sprechen müssen, Herr Winiarski. Sehr, sehr spannend, die Eindrücke und die Einblicke. Herr Engel, den Ball zurück zu Ihnen spielen. Wir haben über den Allianz-Thematiker schon ein bisschen gesprochen, auch mit Ihnen, haben uns ja auch schon ein paar Beispiele genannt. Wenn wir jetzt einfach nur mal regional schauen oder nach Kontinenten, wie auch immer Sie das aufteilen mögen, wo werden Sie da tendenziell eher fündig? Also im Silicon Valley, die ja nun mal bekanntermaßen spannende, tolle Ideen haben und milliardenschwere, billionenschwere Unternehmen hervorgebracht haben? Oder ist es in der Tat eher Südostasien oder beispielsweise auch mal Israel, die ja in der Startup-Szene auch ganz gut vernetzt sind? Oder am Ende des Tages doch das gute alte Europa. Wo werden Sie da fündig, Herr Engel? Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ich meine, bei uns im Namen steckt ja Global Investors drin. Das heißt, wir sind ein weltweit aufgestelltes Unternehmen. Das kommt so einem Fonds sehr, sehr stark zugute, weil ich hatte es gesagt, die Themen sind global und wenn sie da nicht vernetzt sind, dann haben sie ein Problem. Und deshalb haben wir unsere Kollegen, die Analysten eben in Japan, in China, aber auch eben in den USA und hier natürlich in Europa. Und es kommt eben auf die Themen viel, oder auf die Themenbereiche an. Und ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn wir über künstliche Intelligenz beispielsweise sprechen, die natürlich absolut gut gelaufen ist in diesem Jahr, es ist ein Thema, was wir schon seit Jahren im Fonds drin haben, dann sind wir fast ausschließlich in den USA. Natürlich kann man sagen, in China gibt es da auch interessante Unternehmen. Ja, in der Tat gibt es. Manchmal hat es eben rechtliche Hürden oder die Chinesen sind eben nicht ganz so zugänglich in Sachen Investoren, ausländischer Investoren. Und wir haben uns bei allen unseren Investment eins auf die Fahnen geschrieben. Das ist die Themenreinheit. Und was meinen wir damit? Wir suchen Unternehmen, die eben einem Thema sehr klar zuzuordnen sind. Und deshalb, jetzt kommen wir jetzt wieder mit dem Thema Wasser, weil ich es vorhin schon angesprochen hatte. Wenn Sie eben ein Unternehmen suchen, das sich sehr stark mit dem Thema Wasser beschäftigt, dann landen Sie eigentlich bei Siemens, weil Siemens ist einer der größten Player in Sachen Filtration. Nur der Umsatz im Bereich Wasser liegt bei Siemens bei ungefähr 8%. So, will man sowas haben? Nein. Deswegen investieren wir lieber in Unternehmen wie eine American Water Works, wie eine Xylem, die entweder rein das Thema Wasser eben spielen, um so einen ganz klaren Fokus darauf zu haben. Und deswegen werden Sie bei uns im Fonds, und da mache ich jetzt, sage ich mal, die Hauptaussage dazu, in der Regel keine Konglomerate im Portfolio haben. Also Sie werden dort tendenziell nicht die Fangaktien, nicht die Badaktien finden. Können Sie überall mit gutes Geld verdienen, aber dann ist es verwischt. Sie haben eine Vielzahl der Themen in einer Aktie da drin und das wollen wir eben nicht. Gleichermaßen finden Sie dadurch dann natürlich eine tolle Ergänzung zu anderen großen, sehr gut laufenden auch Produkten, wo Sie eben, naja, sehr oftmals die großen, gut gelaufenen Titel finden. Und deswegen ergänzt sich sonst gut und dann sind wir auch recht zufrieden damit. Herr Engel, ich darf noch ein Thema ansprechen, das bei vielen vielleicht hin und wieder ein Schmunzeln verursacht. Vielleicht sind auch einige nur dran geblieben in dieser Podiumsdiskussion wegen dieses Themas, das wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich Haustierökonomie. Das hat sicherlich nichts mit dem grauen Nashorn von Herrn Böhmer zu tun. Aber was macht das zwischen Urbanisierung und Digitalisierung in Ihrem Portfolio? Ja, ich musste auch erst mal sehr schmunzeln, aber es könnte was damit zu tun haben, wenn Herr Böhmer das daheim hält, aber ich gehe nicht davon aus, dass er sich einen privaten Zoo daheim leistet. Spaß beiseite.
Es ist nun mal so, und ich bin jetzt auch nicht so alt, aber es war vor 20 Jahren, 25 Jahren schlichtweg anders, wie mit Tieren umgegangen wurde. Und ich kann mich an den Hund unserer Jugend erinnern, der hatte die Auswahl zwischen Chappi Rot und Chappi Blau. Wenn Sie heute mal durch Rewe gehen, und da werden Sie ein ganzes Regal voller Tiernahrung finden, ähnlich wie für Menschen auch. Kurzum. Die Menschen werden älter, die Menschen haben oftmals auch dann einen alleinstehenden Haushalt oder die Kinder sind aus dem Haus in einer anderen Stadt, vielleicht aber auch generell alleine, sodass sie sich eben einen Partner fürs Leben dann in Form eines Tieres zulegen. Das mag der Hund sein, das mag die Katze sein, und das Tier wird dann eben behandelt wie ein Familienmitglied. Und da haben sie einen sehr, sehr starken Trend, und das Schönste ist stabiles Wachstum über die letzten Jahrzehnte, am Beispiel der USA, egal ob Finanzkrise oder Corona, der Hund bekommt sein Lieblingsessen und muss zum Arzt. Und jedes Tier ist ein Privatpatient. Ja, sehen Sie. Herr Winiarski, sehr schön. Das passt auch. Danke sehr. An dieser Stelle. Und an dieser Stelle verbietet es sich mir förmlich. Jetzt ist das Licht bei Herr Winiarski auch noch ausgegangen, ja, weil der Hund auch nicht so schön. Das macht es aus. Es verbietet sich mir, die Frage jetzt zu stellen, wenn ich an Hunde und China denke, wie in China dieses Thema Haustürökonomie gedacht wird. Deshalb gehe ich mal ganz schnell weiter zu Herrn Böhmer. Wäre das grundsätzlich was für Ihr Portfolio, dieses Thema Haustürökonomie, Tiernahrung, oder hat das zu wenig Burggraben drumherum? Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Franek. Sie haben unsere Strategie verstanden, denn der Burggraben wäre uns ein bisschen zu klein, und tatsächlich passt das so bei uns ins Portfolio nicht rein. Aber wenn ich einen Winiarski sehe mit dem Hund zusammen, dann muss ich jetzt noch den dritten Sozialdemokraten bringen. Da ist zusammengekommen, was zusammengehört. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sozialdemokraten in letzter Zeit so viel Aufmerksamkeit bekommen haben in so einer Diskussion. Ich finde es erstaunlich auf jeden Fall. Aber wir kommen sicherlich noch zu anderen Themen jetzt. In der Tat, wir wollen es am Ende, wir haben noch eine gute Viertelstunde, meine Herren, noch ein Stück weit höher hängen auf die Metaebene, denn wir haben jetzt in der Tat eine ganze Menge über Ihre Strategien erfahren, und dennoch sind all Ihre Strategien im weitesten Sinne am Ende des Tages von Notenbanken, von Zinsen, von geopolitischen Spannungen oder auch Entspannungen abhängig. Und so möchte ich, Herr Winiarski, kurz mit Ihnen noch am Ende auf das zu sprechen kommen, was wir gerade sehen, nämlich den Machtwechsel im Weißen Haus. Wir wissen noch nicht, was und was die Gerichte entscheiden und wie sie entscheiden werden, aber es sieht ja nun alles danach aus, dass Joe Biden am 20. Januar neuer Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Wie sieht man in China diesen Machtwechsel weg von Trump hin zum Demokraten Biden? Also auf jeden Fall wird er das, weil Wahlen werden ja nicht von Gerichten, sondern in der Wahlkabine entschieden. Das gilt in jeder Demokratie, und das wird auch Donald Trump jetzt lernen müssen, egal was er macht, ja. Und also es ist ja so, da ich ja hauptsächlich in China unterwegs bin, habe ich natürlich den Luxus, dass ich alle paar Jahre gibt es ein Plenum der Kommunistischen Partei oder sogar den Volkskongress, wo ganz klar gesagt wird, das machen wir jetzt die nächsten 5 Jahre. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil man weiß, dann wird die Stadt Shenzhen 100.000 Autos von denen kaufen und so weiter. Da können sie sich ziemlich gut nachrichten. Das ist keine Garantie natürlich, weil es gibt auch unternehmerisches Fehlleistungen in China. Und was jetzt Biden angeht, das ist natürlich, dass Trump abgewählt ist, ist für die ganze Welt, glaube ich, eine große Erleichterung und einfach im Umgang miteinander ein ganz großer Wandel. Joe Biden wird an sich, glaube ich, und das, so sieht das auch viele in China, inhaltlich natürlich weiter mit China viele Probleme zu klären haben, weil für die Demokraten sind natürlich die ganzen Themen rund um Menschenrechte noch viel wichtiger, als das für die Republikaner sind. Es sei an die armen mexikanischen Kinder an diesen Käfigen da erinnert, was da Trump gemacht hat. Das wäre mit Demokraten undenkbar. Insofern gibt es nicht nur diese Themen, sondern auch militärisch haben die zwei Supermächte mehr und mehr Themen. Insofern ist das, man ist froh, glaube ich, weil in der Art und Weise wird man wieder diplomatisch, Chinesen mögen ja sehr die leisen Zwischentöne, das wird man alles viel mehr in der Administration wieder finden. Aber grundsätzlich wird Amerika Jahrzehnte damit zu tun haben, zu akzeptieren, dass es eine neue Eins geben wird, egal was sie tun. Herr Böhmer, wie sehen Sie das? Wird es jetzt leichter für den Welthandel ohne Trump? Die klare Antwort lautet auf jeden Fall ja, denn US-Präsident Biden, der wird sicherlich weiterhin Vorteile für die USA rausschlagen wollen. Also dieses America First
wird sicherlich bezogen auf Handelsbeziehungen weiter eine Rolle spielen. Da müssen wir uns, glaube ich, auch erstmal noch dran gewöhnen. Das ist ganz klar. Aber es wird erstmal eine Rückkehr zu normalen Beziehungen geben. Und ich glaube, das ist ja auch das, wo wir erstmal auch Spaß dran haben. Also, dass es einfach mal wieder normal läuft in den bilateralen Beziehungen. Und dann kommen natürlich noch die vielen Impulse in den USA mit hinzu. Also die Programme, die quasi Joe Biden auflegen wird für die Wirtschaft im Bereich Infrastruktur. Und schauen wir doch einfach mal 6 Monate nach vorne. Dann ist eine Zulassung für einen Impfstoff sehr wahrscheinlich. Viele Firmen dürfen sich dann von der Pandemie erholt haben. Und wenn wir weiterhin diese lockere Geldpolitik mit den Stützungsmaßnahmen der US-Regierung sehen, dann ist der Boden einfach bereitet für weitere steigende Kurse im kommenden Jahr. Und warum denn nicht neue Rekordkurse an der Wall Street oder auch bei uns beim DAX? Ja, zumindest in dieser Woche läuft es ja richtig gut. Also nicht nur direkt nach der Wahl, überraschend trotz der Unsicherheiten ist die Wall Street gut gestiegen, Herr Böhmer. Und dann kam eben jetzt in dieser Woche auch noch das Thema Pfizer-BioNTech hinzu. Sie haben es vorhin kurz angesprochen. Ist das eine gute Grundlage? Ist das die Basis für eine Jahresendrallye? Also eine bessere Grundlage kann es kaum geben, weil wir haben über Monate lang, haben wir alle immer wieder davon gesprochen, dass ein Corona-Impfstoff der Gamechanger für die Finanzmärkte sein wird. Das heißt, wir haben hier einen möglichen Durchbruch und wir haben den politischen Durchbruch in den USA, der von allen sehr positiv gesehen wird, vielleicht außer von Donald Trump und seinem Team, was noch sehr eng um ihn herum sitzt. Von daher, diese beiden Faktoren könnten noch gestört werden durch den Brexit, aber das ist ein ganz anderes Thema, was uns aber auch in ein paar Wochen beschäftigen wird und was komplett unter dem Radar gelaufen ist die letzten Wochen. Auch das muss man mal immer im Hinterkopf behalten. Es sind unglaublich viele verschiedene Felder und auch Krisenherde, die immer mal wieder hochpoppen und hochpoppen können. Also ganz ungetrübt ist die Freude dann doch nicht. Herr Engel, inwiefern fließen denn die aktuellen Entwicklungen in den USA, die wir gerade angesprochen haben, in Ihre Projektionen für die kommenden Wochen und Monate mit ein? Oder ist es bei Ihnen so in diesen Multithemenfonds, dass das eher unter politische Börse abgebucht wird, die man ja gemeinhin sowieso nicht lange und häufig betrachtet? Ja, in der Tat eher Zweiteres. Wobei wir da sagen müssen, dass wir einige Punkte, die jetzt Biden mit Sicherheit eher vorantreibt als Trump, dass sie uns in die Karten spielen. Ein Beispiel ist ja das Thema, wir hatten es vorhin angesprochen, Dekarbonisierung, die CO2-Neutralität. Ja, da hat ein kleines Tonproblem in der nächsten, am Ende. Da ist er wieder. Bitte. Jetzt hört man mich wieder? Gut. Entschuldigung, das Thema Dekarbonisierung hatten wir schon aus China. Dasselbe werden wir in den USA unter Biden mit größerer Wahrscheinlichkeit sehen. Er hat es ja schon angekündigt, dass er dem Klimaabkommen zustimmen wird oder beitreten wird mit den USA wieder. Also das ist ein Riesenpunkt und das haben wir schon längere Zeit im Portfolio umgesetzt durch die Unterstützung von erneuerbaren Energien. Das mag Wasserstoff sein als ein kleiner Teil dessen. Das mag das ganze Thema Speichern von Energie sein. Alles das, wo wir eben neue Wege gehen müssen, weg von Öl, weg von den alten Industrien. Das finden Sie jetzt schon im Portfolio wieder. Und deshalb kann man sagen, es ist Wasser auf unsere Mühlen und spielt dem in die Karten. Aber das war jetzt nicht Hintergrund der Anlageentscheidung, sondern das war einfach dem geschuldet, dass wir davon ja schon lange ausgegangen sind, dass das sich weiter verfestigen wird, dieser Trend hin zu den ganzen Umweltthemen, die da stärker forciert werden, sei es aus Europa, USA oder aber auch dann in Asien. Damit sind wir bei der Schlussrunde angekommen, meine Herren. Ich habe die Ehre gehabt, in diesen Wochen viele Podiumsdiskussionen zu moderieren, fast alle natürlich virtuell. Und ich habe, manch einer würde sagen langweilig, aber ich fand es ganz spannend, immer wieder dieselbe Schlussfrage und ich habe oft unterschiedliche Antworten gehört. Und von daher, Herr Winiarski, würde ich gerne mit Ihnen anfangen mit der Schlussfrage. Ich würde mit Ihnen gerne in das Jahr 2030 reisen wollen, obwohl für den Chinesen ist das ja ein kurzer Zeitraum, 10 Jahre. Ne? Der denkt ja eher in Jahrhunderten. Vielleicht denken Sie auch eher an das Jahr 2049, Herr Winiarski, dann nämlich, wenn die Volksrepublik 100 wird und das ja auch ein großes Ereignis werden wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wie werden wir, machen wir es so, künftig, also in 10, 20 oder 30 Jahren das Börsenjahr 2020 bewerten? Ja, man wird sich wundern, was Menschen so alles durchstehen können, weil ich glaube schon, dass die Pandemie noch eine ganze Weile gehen wird, auch mit Impfstoffen, und dass das ein tiefer Einschnitt ist. Ich glaube, dass wir insgesamt
für Klimawandel, für diese ganzen guten Themen eine ganz andere Awareness haben, weil die Asset Owner auch bereit sind, da mehr Geld auszugeben für Innovation und Zukunftssicherung. Und deshalb glaube ich, wird es ein Anbeginn, ein Start von etwas sein und nicht etwas, wo etwas geendet ist. Herr Engel, Ihr Schlusswort. Wie werden wir im Jahr 2030 das Börsenjahr 2020 sehen? Ja, wir haben festgestellt, dass die Globalisierung und die Welt, so wie sie besteht, sehr zerbrechlich ist anhand von klitzekleinen Veränderungen, die eben aus der Natur kommen, womit so eigentlich keiner gerechnet hat. Wie wir darauf sehen werden, ich sag's mal so, reden wir mal von dem Blick auf Hoffnung. Ich hatte in diesem Jahr mit meinem Patenkind die erste Taufe und wir durften alle als erstes mal wieder in die Kirche gehen und man hat dort die Möglichkeit gehabt, eben die Taufe durchzuführen mit einem ganz, ganz kleinen Gleis. Und ich hoffe, wenn ich mir die Bilder von damals in 10 Jahren anschaue mit meinem Patenkind, dass er mich fragen wird, warum sahen wir denn alle so komisch aus und hatten dann alle diesen Mundschutz und warum standen wir so weit auseinander. Wie es kommt, wir werden sehen, aber hoffentlich wird es nicht die Normalität, sondern eher die Ausnahme bleiben. Ja, oder er stellt die Frage, warum waren so wenig Leute da? Und das müssen Sie dann auch erklären können. Das stimmt. Und, Herr Böhmer, Burggraben, das ist ein Wort, das ist schon ein paar Jahrhunderte, vielleicht gar Jahrtausende alt. Im Jahre 2030 wird es das zumindest in Ihrer Welt, in Ihrer Investmentwelt immer noch geben. Wie schauen Sie auf 2020 zurück? Ja, ich denke, in 10 Jahren hoffen wir alle, dass wir dann auf das Jahr 2020 zurückschauen und sagen, es war einzigartig. Auch bezogen auf die Börsen, aber auch das, was wir so sonst erlebt haben. Aber bezogen auf die Börsen, wir haben erst den schärfsten Einbruch erlebt und dann die schnellste Erholung. Und solche Parforce-Ritte, solche Achterbahnfahrten, die brauchen wir als Investoren nicht wirklich. Dennoch ist es für mich auch gut möglich, dass wir 2030 wirklich auf das Jahr zurückblicken als ein historisches Jahr. Aber eben auch als Trendwende. Und das ist genau das, was mir auch wichtig ist. Denn wir haben sicherlich, was wir am Anfang auch schon hatten, wir haben große Umwälzungen, die vor uns stehen und die jetzt gerade umgesetzt werden, gerade in Bezug auf die Arbeitswelt. Weniger Geschäftsreisen werden sicherlich stattfinden in Zukunft. Und wie sich das beispielsweise entwickelt, das wissen wir dann im Jahre 2030 und können dann sagen, Mensch, so war es im Jahre 2020. Und wir haben natürlich die Wahl eines neuen US-Präsidenten dann gehabt im Jahr 2020, der doch hoffentlich, wenn wir auf das Jahr schauen, viel zur Stabilisierung wieder beigetragen hat. Und vielleicht hat er auch zu seinem 80. Geburtstag den Weg freigemacht für seine Vizepräsidentin, die dann als erste US-Präsidentin ins Weiße Haus eingezogen ist. Vielleicht sehen wir das im Rückblick. Wer weiß es. In der Tat. Also der Weg ist bereitet. Wir dürfen uns eher freuen, denn das Leben ist nun mal voller Herausforderungen und das größte Risiko des Lebens ist die Geburt, weil ab da prasselt alles auf uns ein und wir Menschen müssen uns damit zurechtfinden. Wenngleich es in diesem Jahr, das glaube ich, kann jeder von sich aus seinem eigenen Umfeld sagen, durchaus schwer gefallen ist, hin und wieder zumindest dies so zu leben, umzusetzen auch in der Familie. Heiko Böhmer, Andreas Winiarski, Robert Engel, ich kann mich einfach nur bedanken für diese sehr lebhafte, für diese sehr spannende Runde. Ich denke, wir haben alle eine ganze Menge aus Ihren Strategien mitgenommen und ich muss Ihnen ehrlich sagen, besser hätten wir es wahrscheinlich auf der Bühne auch nicht hinbekommen, als das, was wir jetzt hier virtuell gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit hatten, hier dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für all Ihre Strategien im Jahre 2021 und darüber hinaus, dass wir allesamt hoffentlich alsbald wieder reisen können. Für Herrn Winiarski vor allen Dingen wichtig, damit er in China und in Südostasien neue Investmentideen sammeln kann. Und dann denke ich, hoffe ich, glaube ich, dass wir uns im Jahr 2021 vielleicht allerspätestens zum 17. Financial Planner Forum gesund und munter wiedersehen. Also nochmal ganz herzlichen Dank und damit gebe ich zurück in den Hauptsaal beziehungsweise zu Thomas Abel und Sven Putfaken, die wissen, wie es weitergeht und die sicherlich auch wieder einen flotten Spruch auf den Lippen haben, wenn es um unsere Runde geht. Herzlichen Dank, alles Gute, machen Sie es gut, tschüss.